Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich gewöhne mir jetzt das Aufregen wieder ab, weil ich weiß noch, als ich früher auf FIFA 13 oder so gespielt habe, auf PS3, so für mich alleine, da habe ich mich, glaube ich, so gut wie nie aufgeregt. Aber jetzt habe ich mir das irgendwie angewöhnt und es ist so schwer, das wieder abzugewöhnen. Aber ich höre jetzt einfach wieder auf damit. Scheiß drauf. Wir haben doch einen ganz okayen Start. Drei Siege, zwei Niederlage, mit kann man leben. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir einfach unseren vierten Sieg ein. Haben wir doppelt so viele Siege wie Niederlagen. Passt. So. Ganz ruhig bleiben. Stiefel runterspielen. Ding durchziehen. Dann schauen wir mal. So, erstmal nicht ganz so krasses Team, wobei hat Eriksen, denke ich mal, ist das. Nee, es ist Hamsik, okay. Jesus, Sturm ist natürlich wieder schnell und unangenehm, aber es, klar, Jesus spielt sich besser als ein 81er im Durchschnitt, aber es ist auch kein Ronaldo. Von daher ruhig bleiben. Und Sané ist bisher eigentlich noch nicht so negativ für mich aufgefallen jetzt, also dass er super abgegangen ist. Also jetzt mal ganz gut durchgerannt, dachte er, nee, aber ging noch gut. Schade, das haben wir eigentlich sehr gut gespielt. Leider wurde der Schuss geblockt. Das hat er sehr gut gemacht. So, Neymar, dreh mal durch. Schade. Aber mir gefällt gerade, wie ich spiele, muss ich zugeben, auch wenn wir jetzt noch nichts gerissen haben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Firmino weiter mit Hunter spielen will. Verdammt nochmal. Kann mich nicht entscheiden. Was? Wäre ein Traumtor gewesen von Raphael. Ach Mann, warum denn Alu? Warum denn Alu? Oh, ist das bitter. Och, ist das bitter, ey. Schade, das wäre so ein geiles Tor gewesen. Casemiro. Krasser Pass. Schießt wieder mal nicht. Ich glaube, bei Raphael ist so ein bisschen die Reaktionszeit ein Problem. Es kann auch sein, ich irre mich gerade, er hat eine total krasse Reaktionszeit, aber es kommt mir zumindest so vor, als ob bei ihm manchmal so ein bisschen die Reaktionszeit fehlt. Wäre mal interessant zu wissen, wie hoch die ist und ob zum Beispiel ein. Arangis da eine geilere. Schon wieder Alus, zweiter Mal, ob Arangis da eine geilere Reaktionszeit hat. Auch Schmelzer, gar nicht gemerkt. Ich habe Durst, merke ich gerade. Ich brauche was zu trinken. Fuck. Also mir gefällt mein Spiel gerade sehr gut. Es kann auch sein, dass der Gegner einfach so schlecht ist, dass es am Gegner liegt, aber eigentlich gefällt mir es gut. Wir haben jetzt zwei Alu-Treffer produziert, dafür können wir ja nichts. Gegner faul ziemlich viel. Gibt es mal gelbe Karten oder so? Gott.
Gustavo, linker Fuß, ist doch nur deine, dein, ist doch dein Fuß, der linke. Aber irgendwie war das nicht geil, der Schuss. Renn auf jeden Fall gerne mal durch, vor allem mit Arangis, wie es aussieht. Es war gerade Miranda, sehr gut. Also, oh, was für eine schwere Geburt. So, geil, mein Wasser ist quasi alle, also ist wirklich nicht mal mehr ein Schluck drin. Geil. Ich habe so einen Durst, verdammt. Okay, da muss ich nach dem Spiel mir auf jeden Fall was zu trinken holen. Schön gespielt, Vorlage müsste von Gustavo gekommen sein, oder? Und ein guter Abschluss von Roberto Firmino, auch wieder nicht einfach aus dem Winkel. Schön mit Miranda. Miranda gefällt mir auch mittlerweile immer besser, muss ich zugeben. Also da ist es mir, wie gesagt, nicht wert, da so den teuren David Luiz zu holen, wenn ich da einen viel, viel preiswerteren und ähnlich guten Miranda habe. Beziehungsweise Miranda hat halt seine Vorteile woanders als David Luiz. Schade. Miranda ist halt ein bisschen zweikampfstärker. Dafür hat David Luiz halt die besseren Passwerte etc. Ich wollte ihn halt vor allem auch wegen der Ausdauer eigentlich nehmen, David Luiz, aber wie gesagt, er ist halt nicht wirklich viel besser, deswegen machen wir da einfach zu teuer. Casemiro macht ein richtig gutes Spiel, auch wenn er gerade im Foul war. Haben wir jetzt einen Gegner angeschossen? Nee, schade. Och nee, der geht auch noch ran. Mann, Mann, Mann. Nee, nicht aufregen, egal, wir gewinnen uns ab. Schöne Trickflanke auf jeden Fall. Oh oh. Ich wusste, dass er zum Kopfball kommt, aber glücklicherweise hat er keinen Druck hinter den Ball bekommen. So, wir spielen gut, mir gefällt unser Spiel zurzeit. Wir haben wenig zugelassen, hatten schon zwei Alu-Treffer für ein 1-0. Mal noch eins nachlegen und alles ist gut. Hat auch ein schönes Wappen der Gegner, ist mir gerade aufgefallen. Nicht schöner als meins, aber schön. Auch schwarz-weiß, ich stehe einfach total auf schwarz-weiß. Bei Film jetzt eher weniger und bei Bildern. Wobei, bei Bildern kann es auch geil sein, bei Film nicht. Aber ein Wappen ist ja im Endeffekt auch ein Bild, ne? Schade. Schöner Schuss von Raphael. Na, jetzt waren wir aber sehr oft knapp dran. Jetzt brauchen wir mal jemanden, den wir anspielen können.
leider gut gemacht. Also wenn er ein was kann, dann ist es dribbeln. Der Gegner, das merkt man. Ist es Schmelzer? Müssen wir doch eigentlich davon rennen können. Okay, dann halt nicht. Wir können hier nicht davon rennen. Schöner Schuss. Und abseits, na alles klar. Oh, da haben wir Glück, da haben wir Glück, dass der nicht durchging. Was, was? Oh Gott, das war natürlich überhaupt nicht geplant. Schade. Oh, Glück gehabt. Also wir dürfen uns nicht beschweren, wenn es 1-1 steht jetzt, aber wie gesagt, wir hatten zwei Alu-Treffer. Wir hatten zwei Alu-Treffer, also es ist immer noch verdient. Finde ich. Dritte Mal Alu und dann okay. Wird aber auch Zeit und es verdient. Und wie gesagt, dreimal Alu. Also das dritte Mal Alu können wir jetzt wegnehmen, weil da haben wir ja doch noch das Tor gemacht. Sehr gut. War schön gespielt. Schade, dadurch haben wir glaube ich wieder eine Vorlage für Raphael nicht bekommen, weil er hat die Vorlage gespielt, aber dadurch, dass es vorher schon geschossen wurde, ist es halt ein Abpraller und da gibt es keine Vorlage. Ich hoffe mal, dass der Deckel, auch wenn, wie gesagt, der Gegner halt wirklich jetzt in der zweiten Hälfte deutlich besser gibt als in der ersten. Silva. Und wieder schieße ich zu spät. Diesmal war es aber meine Schuld, nicht der von Raphael. Ach, zu spät geschossen, schade. Diesmal habe ich einfach geschossen. Habe ich einfach geschossen, nicht den Ball angenommen, nicht versucht flach zu schießen und es hat funktioniert. Nice. Endlich ein Tor von Raphael. Roberto Firmino wieder zwei Vorlagen. Oh, Raphael hat auch eine Vorlage doch gemacht. Ach, es zählt doch. Es hat doch als Vorlage gezählt. Wir haben ja nur drei Tore gemacht. Das ist ja geil. Obwohl er abgefälscht war, obwohl er schon geschossen hatte für Firmino und ans Alu ging. Wobei, manchmal wird es hier auch angezeigt, dass es eine Vorlage war, aber dann glaube ich nicht eingerechnet. Also da gibt es glaube ich auch einen Bug. Aber egal, das wäre natürlich geil. Zwei Vorlage, zwei Scorerpunkte. Firmino macht wieder drei, Gustavo macht eins. Ich hole mir jetzt erstmal gleich, ihr könnt die Werte euch noch anschauen. Nee, Spaß. Ich hole mir ganz schnell was Neues zu trinken und mach dafür nicht erst einen Cut und die ganze Scheiße wieder.
Also gleich. Schön Silber, ne, Mäusel? So, da bin ich wieder. Null. Aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Dagegen haben sie noch dreimal geschossen, aber da waren halt wirklich viele knappe Situationen dabei. Und jetzt spielen wir Bundesliga und ich bin auf Werner gespannt. Vielleicht müssen wir doch wieder. Vielleicht habe ich auch gerade einfach nur bessere Gegner und deswegen hat Gnabry so ein bisschen verkackt. Ansonsten muss ich halt wieder auf Gnabry wechseln. Ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ich habe ihn ja noch. Aber ich wollte Werner nochmal eine Chance geben. Die nehmen sich halt noch insgesamt nicht so viel. Wie gesagt, der eine hat den Vorteil, der andere den. Bei Werner ist es halt unter anderem der schwache Fuß mit 4 Sternen. Schwarze Hosen habe ich keinen Bock drauf. Den scheinen aber viele zu spielen, diesen Weihnachtsmann oder Nikolaus-Outfit. Rumpf-Messi. Ja, jetzt kein besonderes Team, viele Franzosen auf jeden Fall. Ich glaube, der linke Innenverteidiger und der linke Verteidiger bekommen keine volle Chemie. Und wenn der jetzt sich hier umstellt, wahrscheinlich aus 4-1-2-1-2, ziehe ich mir mal einen Pulli an, weil mir langsam wieder ein bisschen kalt war. Er wird. Momentan nur im T-Shirt hier. Ja, Alba und Koscielny, die dürften nicht auf volle Chemie kommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jetzt schauen wir noch mal. What? Er spielt immer noch die gleiche Formation. Dann wird er vielleicht einen Spieler wechseln. Mal gucken. Nee, er hat anscheinend aus Versehen auf direkt Spiel fortsetzen gedrückt und muss deswegen jetzt nochmal Pause machen. Ah, toll. Ich wollte schon sagen, diese Formation, diese Aufstellung wäre merkwürdig gewesen. Aber mal gucken, ob er sie umstellt. Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Jetzt, 4-1-2-1-2, war ja klar. Mit Alessandrini als ZOM. Interessant. Also ich würde Alessandrini, glaube ich, als Stürmer spielen, der ist so gut. Wobei, der gibt auch einen geilen ZOM ab, logischerweise. So, jetzt konzentrieren. Und mal gucken, ob Werner durchdreht. Wäre geil. Glück ist Kimmich so schnell. Als Schneiderlein getauscht, aber ich weiß nicht gegen wen. Ach, gegen Iniesta. Was, gegen Iniesta? Der ist eigentlich gar nicht geil. Auch wenn er eine hohe Bewertung hat. Wollte natürlich die Schusstäuschung machen. Sollte ein normaler Pass werden, schade. Oh, Mist. Macht mit Tolisso.
Oh, nicht den Ball liegen lassen. Abgefälscht! Schade. Schade. Aber guter Start. Schön gemacht von Sokrates und mit Sokrates. Schade. Boah, der macht einfach krass knappe Pässe hier jedes Mal hinten raus. Gehen irgendwie nie schief. Schon wieder Glück gehabt. Wieder bleibt am Ballbesitz, aber diesmal nicht. Oh, schade, das war auch so nicht geplant. Das war jetzt gerade mal richtig dumm von mir, aber ist zum Glück nicht schief gegangen. Oh, wir machen das Spiel, der Gegner das Tor. Aber wie gesagt, gar nicht erst aufregen. Und ich glaube, da haben wir auch irgendwo einen Fehlpass gehabt, der nicht hätte sein dürfen. Und wir drehen jetzt einfach das Spiel, wäre nicht das erste Mal. War eigentlich ein Foul, aber ich nehme noch die Ecke. Na also, und das war Werner. Geil getribbelt mit Werner. Schöner Abschluss. Genau so. 1-1, Ausgleich verdient. Schönes Ding. Wenn das so weiterspielt, bleibt er. Aber das Ding hätte wahrscheinlich auch knapprig gemacht. Es geht eigentlich mehr um seine Abschlüsse mit linken Fuß. Fehlpass, aber schön, dass endlich mal so ein Fehlpass von ihm auch bestraft wird. Und die Schuss doch schon war halt miserabel von mir. Wir waren dran, damit Sokrates wieder, da hat trotzdem den Ball bekommen. Oh, Goretzka verletzt. Bitte nicht wieder zwei Spiele lang. Danke.
ich bin nicht so richtig zufrieden. Wir haben zwar meiner Meinung nach das bessere Spiel gemacht, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwas fehlt. Zu viele Fehler, glaube ich, wieder drin einfach. Das haben wir gut verteidigt. Gegner verteidigt jetzt aber auch besser als am Anfang, finde ich. Geiles Tor. Geile Vorlage, Werner, aber auch wieder mal in überragender Art von Range ist. Also, an ihm wird einfach niemand vorbeikommen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Spiel gedreht. Das war aber auch genial gespielt. Auch geil, wie der Ball da reingeflogen ist ins Tor und dann direkt wieder rausgesprungen. Schöner Pass und dann zack. Aber der Pass war halt auch schwierig. Also, den hat er richtig gut gemacht, Werner. So, jetzt versuchen wir mal noch ein Tor zu machen, weil es ist noch lang für nur ein Tor. Da bin ich genau richtig mitgelaufen mit Ginter, aber es war trotzdem knapp, weil Ginter ist halt nicht so schnell und spritzig wie ein Martial. Stellungsfehler. Komm! Lagertor. Abseits. Oh, scheiße. Ich dachte, es hätte gezählt. Da haben wir ihn zum Distanzschuss genötigt. Sehr gut. Schwacher Pass von Origi. Alter, ich versuche das so gut abzudecken. Glück gehabt, dass er nicht reingeht. Ich versuche das so gut abzudecken und er kriegt seine Pässe halt trotzdem durch. Oh, fuck. Ah, schön, dass Bailey mitmacht oder mitdenkt. Mit Alessandrini. Das ist bitte abseits, ja. Hätte auch schon abseits Tor, Ausgleich in Gerechtigkeit. Schade, auch wieder gut gespielt. Ja, genau, da soll's hin. Oh Gott, was kein Abseits. Wie kann denn Tolisso das verkacken? Perfekte Flanke, genau da sollte das hin. Da ist auch wieder einer verletzt. Na endlich! Boah, es wurde aber mal Zeit, dass ich diese OBV-Pässe abfange. Nein!
Ach, Glück gehabt. Schade. Ah, wir führen nur mit einem Tor. Ich wechsle mal. Ich spiele jetzt einen Tick besser, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir führen oder der Gegner jetzt ein bisschen angepisster spielt. Ich meine, ich kenne das selber. In dem Spiel hat es ja schon wieder bewiesen. Ich lag hinten 1-0, jetzt haben wir das Spiel gedreht, weil ich einfach ruhiger geblieben bin. Aber man muss halt auch einfach sich bewusst werden, es klappt halt nicht immer. Nur weil man ruhig ist, bleibt man halt nicht jedes Mal am Ende als Sieger, ne? Oh, es war so knapp, war so geil gespielt. Sehr gut von Sokrates und mit Sokrates. Stellungsfehler macht er jetzt häufiger, weil er viel aggressiver jetzt verteidigt. Und Lackertor. Jetzt haben wir aber das Lackertor. Und mal Arangis wieder. Ach, das ist unglaublich, Junge. Ich verstehe es einfach nicht. Ich raff's nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es wird auch nie in meinen Kopf reingehen. Du nicht wieder Vorlage von Alessandrini. Wieso ist dieser Arangis so krass? Wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Das ergibt keinen Sinn. Gerade auch was Abschlüsse angeht, Fernschüsse und so. Und Eigentor, krass. Nice. Gegner bricht ab. Oh, was ist denn hier los? Arangis, 10 Tore, nee, Quatsch. 3 Tore. Er hat 3 Tore gemacht? Okay. Hat es nicht als Eigentor gerade gezählt, das letzte? Hä? Na gut, dann halt 3 Tore, nice. Und Vorlage wieder mal von Werner. Regie, Alessandrini. Ach, jetzt gerade habe ich mehr Bock auf Werner. Ich glaube, ich werde Werner erstmal lassen. Und nachdem ich gesehen habe, wie Arangis wieder abgeht, muss ich echt nochmal überlegen, was ich mit Rafael in deinem Brasilianer-Team mache, weil ich weiß auch nicht. Aber er hat im letzten Spiel einen Scorerpunkt gemacht, mindestens einen, deswegen 184. Ja, das ist immer noch bei fast einem Scorerpunkt pro Spiel. Eine Partie nur, das ist gut. Ach, Goretzka auch noch. 2 Spiele Knie. Fuck! Hätten wir denn eine Heilungskarte, eine passende? Ja. Aber bald werden die alle sein, die Heilungskarten, da bin ich mir sicher. Und Sokrates, bester Mann. Aber schon 7 Tore, müsste die meisten Tore haben als Innenverteidiger. Nach so viel Spielen bei mir bisher. So, Werner. 2 Spiele, 2 Scorerpunkte. Raphael hatte mit 19 Spielen angefangen. Hat jetzt 3 weg. Und was hatte ich noch aufgeschrieben? 9-2. Also er hat 2 Vorlagen gemacht und ein Tor. Sind wir 3 Scorerpunkte in 3 Spielen? Na, das ist doch schon mal gut. Das wäre doch schon mal gut. Also wir lassen den erstmal. Ach so, ich wollte mir seine Reaktionszeit mal angucken. Genau. 87, die ist gar nicht so schlecht, aber er kommt mir einfach, was die Reaktion angeht, total scheiße vor. Hier noch 75. Komisch. Ja, Abschluss. Abschluss von 70 bei Arangis. Mit Deadeye bekommt er halt einen fetten Boost, aber trotzdem. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.